whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Die Annandale Whiskybrennerei liegt im Südwesten Schottlands, nahe dem Städtchen Annan. Die Region trägt den Namen Dumfries and Galloway und zählt zu den Lowlands. Die Brennerei liegt nur 15 Minuten östlich von Gretna Green und ist von der A74 gut zu erreichen. Die Brennerei wurde bereits 1830 gegründet und produzierte fast 100 Jahre. 1893 ging die Brennerei an Johnny Walker, die sie weiter betrieben. Mit der stotternden Wirtschaft in den 20er Jahren, bedingt durch die harten Arbeitskämpfe, musste die Brennerei, wie so viele andere, 1924 schließen. In den kommenden Jahrzehnten wurden die Gebäude der Brennerei für die Landwirtschaft verwendet. Um 1890 wurde die Brennerei von dem berühmten Whiskyreisenden Alfred Barnard besucht. Sein Bericht über die Brennerei kann man noch heute in den Faksimile-Ausgaben seines Buches lesen. Damals produzierte die Brennerei 28.000 imperiale Kanonen, rund 130.000 Liter Rohbrand pro Jahr. Von den alten Brennanlagen ist nicht mehr viel vorhanden. Der alte Kamin zeigt, wo sich früher die Brennblasen befunden haben. In den halbkreisförmigen Gebäuden, aus denen Dampf aufsteigt, befindet sich heute der Boiler für die Prozesswärme. Die Brennerei wurde 2007 von David Thompson und Theresa Church gekauft. Ab 2011 begann der Wiederaufbau. Das erste Fass konnte allerdings erst am 15. November 2014 befüllt werden, weil bei den Wiederaufbauarbeiten die Grundmauern des alten Brennhauses mit den Fundamenten der beiden Brennblasen gefunden wurden. Heute sind diese Ausgrabungen mit einem Metallzaun gesichert. Gut ist bei den Überresten zu erkennen, dass sich das Brennhaus an der tiefsten Stelle der Anlage befand, damit die Flüssigkeiten der Schwerkraft folgend die höher gelegene Vorverarbeitung durchlaufen konnten. Das Innere des Kilns ist heute als Eingangsbereich und Sammelpunkt für die Besichtigungstour hergerichtet. Sehr gut ist die Höhe des ehemaligen Darrbodens im Kiln an den dunklen Steinen zu erkennen. Eine moderne Brennerei hat heute einen großen Installationsaufwand. Schwarze Strom und bunte Datenleitungen sind schön zu unterscheiden. Die Malzaufbereitung und Speicherung findet auf engstem Raum statt. Siebmaschine und Malzmühle sind klassisch übereinander angeordnet. Über die beigen Aufzüge wird das gemahlene Malz zu den Vorratsbehältern transportiert. But when the grain goes into the mill, this starts the milling process and it crushes up a lovely full grain into the... Die Überwachung der Temperaturen im Herstellungsprozess erfolgt über einfache Regelungen. Die 6 Gärbehälter und die für die Lowlands üblichen 3 Brennblasen sind im heutigen Hauptgebäude untergebracht. Die mit einem Kupferdeckel versehene Mashtun steht unmittelbar vor den Washbacks. Die Transportwege für die Flüssigkeiten sind kurz. Schön ist im Inneren der Mashtun das Ruhrwerk und die Siebböden zum Zurückhalten der Schalen der Getreidekörner zu sehen. Hier ist der Abfluss zum Underback. Die Wash Still hat ein Beobachtungsfenster und befindet sich ganz hinten in der Ecke.
Die Intermediate und die Spirit Still sind jeweils mit Hohlkugeln, den sogenannten Reflux Bowls, für eine bessere Destillation versehen. Zwischen der Intermediate und der Spirit Still befindet sich der Spirit and Sample Safe. Die Kondensatoren sind wegen der besseren Kühlwirkung außerhalb des Gebäudes aufgestellt. Die Brennblasen wurden wie so viele andere bei Richard Forsyth in Rothes hergestellt. Sie werden indirekt mit Heißdampf gefeuert. Schön sind im Inneren des Spirit Safes die dichte Spindeln und die Thermometer für die Bestimmung des Alkoholgehalts zu erkennen. Wash Still und Spirit Still arbeiten volle Kraft. Die Spirit Still hat ihren eigenen kleinen verschlossenen Safe erhalten. Auch hier läuft die Produktion. Ein Stockwerk niedriger stehen die Auffangbehälter für Zwischenprodukte und Rohbrand. Bei der Brennerei wurde in einem alten Malzboden auch ein Visitor Center mit Kaffee errichtet, in dem man kleine Mahlzeiten und Andenkenartikel bekommt. Noch ist der erste Whisky nicht fertig gereift. Es wird noch bis Weihnachten 2017 dauern, bis die Erstabfüllung erhältlich sein wird. Bis dahin müssen wir uns mit Rohwhisky und Likör begnügen. Allerdings gibt es bereits rauchigen und nicht rauchigen Rohbrand. Der in Fässer abgefüllte Whisky wird in Lagerhäusern direkt bei der Brennerei gereift. Besonders schön sind die Ornamente des Eisernen Tors gestaltet. Die Spinne im Netz ist auf den Freiheitskämpfer Robert the Bruce zurückzuführen. Sie versinnbildlicht seinen Wahlspruch: Wenn du am Anfang keinen Erfolg hast, probiere es immer und immer wieder. Im 19. Jahrhundert befand sich an diesem Flüsschen ein Wasserrad, das den Antrieb für die Brennerei lieferte. Reichte die Kraft des Wassers nicht aus, so sorgte ein 12 PS Motor für Unterstützung. Die Lagerhäuser hatten zur Zeit der landwirtschaftlichen Nutzung große Tore. Deutlich ist das Muster in den Steinen zu sehen. Hier ruht der Whisky, bis wir vermutlich Anfang 2018 die ersten Flaschen sehen werden.